Verzeihung, mein Herr. Kennen wir uns nicht von irgendwoher? Nicht, der Dick wüsste. Bedauere. Aber Sie kommen mir so bekannt vor. Ich bin absolut sicher, Sie schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Ja, das wäre durchaus möglich. Vielleicht hier oder da. Oder morgens hier an dieser Bushaltestelle. Ich fahre jeden Morgen um die gleiche Zeit mit dem Bus. Nein, nein, ich kenne Sie von woanders her. Ach, jetzt weiß ich es. Kronstraße, Ecke, Birkenallee. Richtig, Kronstraße, Ecke, Birkenallee. Na, ich verstehe nicht. Kronstraße, Ecke, Birkenallee, die Kreuzung. Sie haben dort letzte Woche den Verkehr geregelt. Am Mittwoch und am Donnerstag. Nein, warten Sie. Am Donnerstag und am Freitag, da habe ich Sie gesehen. Tut mir leid, mein Herr, ich habe mein Lebtag noch keinen Verkehr geregelt. Insbesondere nicht den auf der Kronstraße Ecke Birkenallee. Keine Ausrede, mein Herr, ich bin mir absolut sicher. Möglicherweise haben Sie es nur vergessen. Denken Sie nach, was haben Sie Donnerstag und Freitag letzter Woche gemacht? Was ich gemacht habe? Also, tagsüber war ich wie immer im Büro und danach... Auf jeden Fall habe ich keinen Verkehr geregelt. Da kommt mein Bus. Und nach Büroschluss, erinnern Sie sich, haben Sie da nicht den Verkehr auf der Kronstraße Ecke Birkenallee geregelt? So hier 18 Uhr. Kann auch etwas später gewesen sein. Los, Mann, erinnern Sie sich. Sie verwechseln mich. Bitte lassen Sie mich los. Ich möchte einsteigen. Woher kenne ich Sie bloß? Richtig, aus Verona. Daher kenne ich Sie. Woher? Tun Sie nicht so. In der Arena von Verona habe ich Sie gesehen. Welche Oper war das doch gleich? Die Aida, richtig, die Aida. Und Sie haben den Radames gesungen. Fabelhaft. Nein, ganz fabelhaft, wie Sie da saßen auf diesem Pharaonenthron. So leger und Ihre Stimme so kraftvoll. Und so geschmeidig. Ja, so lässt sich Ihre Stimme am besten beschreiben. Kraftvoll und geschmeidig. Und das über 3 Stunden lang. Wie machen Sie das nur? Ich weiß auch nicht. Den nächsten Bus muss ich aber nehmen. Ja, dieses Tembre und all die vielen Menschen in der Arena. Und jeder Ton war zu verstehen. Dazu die Kostüme und das Licht. Wo singen Sie zurzeit? Wien, Hamburg, München, Staaken. Wissen Sie, singen konnte ich schon in der Schule, nur ganz erbärmlich. Wenn der Musikunterricht auf die letzte Stunde fiel, musste ich immer früher gehen. Und in Ascona war ich auch noch nie. In Verona, das sowieso nicht, da kommt mein Bus. Es hat mich sehr gefreut. Wisst, jetzt weiß ich, woher ich Sie kenne, aber mein Bus, Sie sind das. Ich bin was, der Versicherungsbetrüger. Nein, bitte, Hilfe. Ich habe vor einigen Monaten Ihr Foto in der Zeitung gesehen. Sie haben Ihr Weingut in der Camargue samt Ihrem Weinkeller in Brand gesetzt und auch Ihr Schloss ist bis auf die Rundmauer niedergebrannt. Sie sind ja wahnsinnig, vollkommen wahnsinnig. Jeder glaubte, Sie wären in den Flammen umgekommen. Daraufhin hat man Sie für tot erklärt. Leider gab es einen Zeugen, der bestätigte, Sie mit Ihrer Yacht im Mittelmeer herumschippern gesehen zu haben. Dort warten Sie nämlich in aller Ruhe, bis Ihre Frau die auf Sie abgeschlossene Lebensversicherung ausbezahlt bekommt. Pech für Sie, Ihr Spiel ist aus, jetzt kassiere ich die Belohnung, die auf Ihren Kopf ausgesetzt ist. Und was soll denn das? Wenn ich eine Yacht im Mittelmeer hätte, würde ich denn hier auf den Bus warten? Das stimmt. Aber woher kenne ich Sie? Ich weiß es nicht. Aber ich, endlich ist es mir eingefallen. Bitte, wenn ich nicht ins Büro komme, wird mir gekündigt. Sie waren das? Nein, ich war das nicht. Kaufbeuren? Hä? Kaufbeuren, Winkeljasse, die Winkeljasse in Kaufbeuren vor ungefähr 25 Jahren. Vor 25 Jahren, Kaufbeuren, wirklich nicht. Ich fuhr mit meiner Frau zum Einkaufen, wollte einparken in der Winkeljasse. Da setzten Sie zurück und parkten als Erster ein, obwohl es mein Parkplatz war, meiner, verstehen Sie? Ja, ich gebe es zu. Sie hatten Glück, dass ich nicht schnell genug aus dem Auto kam, um Sie zu verprügeln und Sie schon in der Menschenmenge verschwunden waren. Was sagen Sie da? Sie geben es zu? Ja, alles.
dann habe ich mich also nicht geirrt. Nein, bitte, nur hören Sie jetzt endlich auf, ja. Ja, natürlich, mein Herr, kommen Sie, das war doch gar nicht so gemeint. Sagen Sie mal, aber eine Frage hätte ich noch. Leben Sie eigentlich noch in Kaufbeuren? Nein, schon lange nicht mehr. Ist ja eigentlich eine schöne Stadt, Kaufbeuren. Und wo wohnen Sie jetzt, wenn ich fragen darf? In Verona. In Verona, auch eine sehr schöne Stadt. Haben Sie eine gute Stellung dort? Es geht. Ich regle den Verkehr. Aber nur donnerstags und freitags. In Verona war ich auch schon zweimal. Ich bin nämlich ein großer Opernfreund, müssen Sie wissen. Von samstags bis mittwochs singe ich in der Aida. Den Herkules. Sie meinen den Radames? Ja, den auch. Und im Urlaub fahre ich in die Winkelgasse. Dort habe ich auch ein Schloss und ein Weingut. Aber das ist alles abgebrannt. Wirklich? Ja, und wenn der nächste Bus kommt, fahre ich zum Mittelmeer. Dort liegt nämlich mein Weinkeller. Außerdem kommt gleich meine Frau mit der Versicherungssumme, weil ich nämlich Kaufbeuren angesteckt habe. Und jetzt sucht mich die Verkehrspolizei auf der Kronstraße, Ecke Birkenallee. Mein Herr, ist Ihnen nicht gut? Danke, es geht mir ausgezeichnet. Ich warte hier bloß auf meine Yacht, die mich nach Kaufbeuren bringt. Dort regle ich dann den Verkehr auf meinem Weingut. Ach, mein Herr, es wird Ihnen schon gleich besser werden. Da kommt übrigens mein Bus. Leider muss ich ins Büro. Ich wusste doch, dass wir uns schon mal über den Weg gelaufen sind. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen. Aber meine Yacht ist abgebrannt. Und heute Abend regle ich dann den Verkehr auf meinem Schloss im Mittelmeer. Und singe dabei den Radames auf der Kronstraße, Ecke Birkenallee. Und wenn Aida erst mit der Versicherungssumme kommt, dann, ja dann, holde Aida. Boah.